Hallo und willkommen bei Sendung Rosi. Hier ist die Jen. Ja, heute mit einer extrem schlechten Kameraqualität. Es tut mir wirklich leid, aber ich wollte gerade meine richtige Kamera benutzen und dabei habe ich festgestellt, dass Batterien leer waren und dann habe ich keine einzige volle Batterie in dieser Wohnung gefunden. Und das Aufladen der Akkubatterien dauert Stunden. Und deswegen, ja, konnte ich nicht warten. Ich will auch nicht raus in die Kälte und Batterien kaufen. Und deswegen gibt es jetzt einfach eine Aufnahme von meinem Handy aus. Ja, also kommt auch nicht wieder vor, nur heute. Sorry, sorry, sorry. So, ja, zum Wochenthema. Der letzten Einheitsschnitt. Viel kann man da ja eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Cassandra und Laura haben wir ja schon sehr gut vorgelegt. Cassandra hat die drei typischen aktuellen letzten Frisuren vorgestellt. Dem kann ich auch nur zustimmen. Da bin ich genau ihrer Meinung. Man kann wirklich fast jedes das so in einer von diesen drei Kategorien mit reinstecken. Und ja, also nee, nicht von wegen, ja, jeder ist individuell, es schwimmen ja doch alle mit dem gleichen Strom irgendwie, ne? Und ja, muss ich von mir leider auch sagen, also mit den langen Haaren kann man ja auch heutzutage nicht mehr sagen, von wegen, ja, ich möchte nicht wie alle anderen Listen mit kurzen Haaren rumlaufen und deswegen dann sie wachsen. Denn es sind ja heute doch echt viele Listen, die sich die Haare wachsen lassen. Ich denke mal, das liegt an The L-Word, dass danach einige auf den Trichter gekommen sind, so jetzt will ich doch mal wieder lange Haare haben. Also bei mir lag es nicht an The L-Word, bei mir lag es eher daran, dass ich die letzte Frisur schlechthin, nämlich die mit diesem Pony hier und hinten kurz, einfach nicht tragen kann. Das geht bei mir einfach nicht, weil das scheiße aussieht. Also das sieht so kurz an der Seite, mit meinen Ohren, das sieht doof aus und ich habe auch nur so eine leichte Naturwelle und wenn ich dann so eine gewisse Länge hier habe im Pony, dann schwupps macht das hier so ein Hörnchen und das sieht einfach doof aus. Könnt ihr euch ja mal angucken mit dem Foto. Ja, man sieht, also ich muss sagen, das geht ja noch. Also das ist ja noch nicht so schlimm, aber das kann echt übel aussehen und deswegen habe ich das einfach gelassen mit dieser Frisur und ja, dachte mir, ich kann es ja mal versuchen mit den langen Haaren. Und das klappt ja auch momentan. Ja. Gut. Den richtigen letzten Einheitsschnitt, ja, den denke ich, gab es schon eher in der Vergangenheit. Und da gab es dann diesen Bürstenschnitt. Und den haben sicherlich dann viele getragen. Ich glaube, sicherlich auch absichtlich, um zu sagen, so hier, ich bin lesbisch und vielleicht auch irgendwie aus feministischen Gründen oder so. Und ja, also ich bin gespannt, was für letzten Schnitte es noch so geben wird. Ach ja, und noch was zu dem Thema sagen, der Justin Bieber Frisur. Also das ist ja auch wirklich eine sehr beliebte Frisur und da müsst ihr euch auf jeden Fall die Website hier, stelle ich mal ein, angucken. Ja, da sehen wir ganz viele Lesben, die die gleiche Frisur haben wie Justin Bieber. Ja, also so viel schon von mir zu dem Thema. Ich will euch nicht so lange mit der schlechten Videoqualität quälen. Ich muss noch kurz gucken, ob die Kamera auch noch läuft. Ah, sieht aus. Super. Ja. Und ich wollte noch ganz kurz, da ich es letzte Woche nicht geschafft habe, ein Video zu posten, euch was zeigen. Und zwar hier Miriam Müntefering. Das wollte ich euch eigentlich vorstellen. Ja, Miriam Müntefering ist lesbisch, ist auch verheiratet mit einer Frau. Und Yara Müntefering, also sie ist wirklich die Tochter von dem Politiker Franz Müntefering. Und die schreibt immer tolle Bücher. Das sind so, ja, Liebesromane, kann man sagen. Und die kann man, also die sind echt nett, die Romane. Und die kann man schön lesen und machen Spaß. Und das, was ich gut daran finde, ist, dass die irgendwo alle so zusammenhängen. Aber es doch nicht immer eine Story ist. Also man muss nicht jedes Buch lesen. Denn es ist meistens
Also es ist quasi eine Clique und jedes Buch dreht sich dann um eine oder Person aus der Clique oder um ein Paar aus der Clique oder so. Aber es ist nicht jetzt irgendwie so zusammenhängend, aber es sind immer die gleichen Leute. Und das ist eigentlich ganz nett. Das macht Spaß auf jeden Fall, das zu lesen. Ja, so, das war schon von mir. Nächste Woche gibt es wieder bessere Videoqualität und ja, ich freue mich drauf. Bis dann, bis dann.